Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Die BlizzCon ist vorbei. Gestern hatte ich euch schon ein Video gemacht, wo alle Änderungen zu Season 2, alles was noch herauskommt, Season 3, Expansion Pack und so gemacht. Und jetzt geht's um das Q&A, weil am Anschluss vom Campfire, am Ende, gab es nochmal ein Q&A, wo Fragen gestellt werden konnte von der Community und die Entwickler sind darauf eingegangen. Da sind ein paar Sachen dabei gewesen, die extrem interessant sind. Unter anderem eine Änderung zum lebenden Stahl, da komme ich aber gleich drauf. Als erstes wurde gefragt, ob geplant ist, dass zwischen Weltstufe 4 und Uber-Lilith noch irgendwelche anderen Bosse geplant sind zu bekämpfen, weil Uber-Lilith ist ja so das Stärkste, was es irgendwie gibt. Und Weltstufe 4 erreicht man schon mit so Stufe Level 70. Und dazu haben die nicht genau was gesagt. Es ist ein bisschen was geplant, dass noch mehr Bosse reinkommen, aber nichts Genaues. Dann, das, was sich viele wünschen, ist ja ein Umkleideschrank, wo man Builds speichern kann. Daran arbeiten die Entwickler gerade mit Hochdruck und das soll kommen. Wir wissen noch nicht genau wann, aber ist gerade in Bearbeitung und soll auf jeden Fall kommen. Wie gesagt, wann wissen wir noch nicht. Ich denke nicht, dass zu so Season 3 kommt, aber vielleicht in Season 3 oder Ende Season 3 könnten wir damit auf jeden Fall rechnen. Ein Problem, was auch ich habe und ihr bestimmt auch, es tut mir nach ein paar Stunden weh zu sehen, welches Item, wenn ihr Items miteinander vergleicht, die haben zwar jetzt schon gemacht, dass die Affixe alle so immer gleich die gleiche Reihenfolge haben, aber wenn ein Item andere Affixe hat als ein anderes, ist es immer noch sehr schwierig zu vergleichen. Und wenn ihr euch die ausgeklappten Infoboxen anzeigen lasst, dann seht ihr zwar unten, was ihr verliert und oben, was ihr bekommt, aber es ist immer noch sehr unübersichtlich. Und daran wird gerade gearbeitet, ein Tool reinzubringen oder eine Übersicht reinzubringen, um das alles ein bisschen klarer darzustellen. Haben natürlich auch wieder nichts Genaues gesagt, da würden wir auch noch abwarten müssen, wann das kommt und wie genau das kommen wird. Außerdem wünschen sich die Entwickler neue Uniques und neue Aspekte und neue Items, die noch komplexer sind. Wahrscheinlich in den Mechanics. Wir hatten ja mit der Season 1, ihr erinnert euch, zum Beispiel dieses Herz, womit die Gegner rangezogen wurden bei der Ult beim Druiden. Das finden wir jetzt in der Gottestöterkrone und auch jetzt bei Varshan wieder beim Druidenring. Das ist ein Ding, was später reingekommen ist, was zwar nicht komplett kompliziert ist, aber ich denke, sowas meinen die mit mehr komplexen Items, die mehrere verschiedene Effekte haben, die nicht unbedingt auf Schaden ausgelegt sind, sondern einfach einen anderen Effekt haben, den wir jetzt noch gar nicht wissen und der mit ins Spiel reinkommt. Außerdem, was ich ganz interessant finde, aktuell gibt es viele Aspekte, die wichtig sind. Ich sage nur Kugelblitz und Pulverisieren sind zwei essentielle Bildaspekte, die ich aktuell brauche für meinen Magier und meinen Druiden, die nicht als Codex vorhanden sind. Pulverisieren, ausgeklammert in Season 1 gab es den als Season Reward Codex der Macht, aber jetzt nicht mehr und es sollen einige Aspekte in Kodexe umgewandelt werden. Das heißt, es könnte gut möglich sein, dass sowas wie Kugelblitz oder auch Pulverisieren demnächst in Season 3 als Kodex der Macht vorhanden sein wird. Und jetzt kommen wir zu dem meiner Ansicht nach wichtigsten Ding und das ist der lebende Stahl. Wir wissen alle, lebender Stahl ist aktuell richtig, richtig begrenzt und wir wünschen uns alle so viel mehr lebender Stahl. Und das wurde auch auf dem Campfeuer angesprochen. Ich habe es ja schon vorher gesagt, ich bin mir zu 1000% sicher, dass die Entwickler wissen, dass wir alle nicht zufrieden sind mit dem lebenden Stahl und wir alle Duriel farmen wollen, wie die Verrückten. Aber der lebende Stahl, wirklich der Flaschenhals ist aktuell. Ist auch witzig, ne? Niemand redet von Eiern, alle reden nur von lebenden Stahl, weil es so unglaublich unspaßig ist, lebenden Stahl zu farmen. Und die Entwickler haben gesagt, ja, wir wissen das. Wir werden neue Sources, also neue Quellen reinbringen, um lebenden Stahl zu bekommen. Jetzt ist die Frage natürlich, wie wollen die das machen? Sie haben nichts Spezielles dazu gesagt. Die können auch jetzt noch nichts Genaues dazu announcen. Wann das kommt, wissen wir auch noch nicht. Wahrscheinlich vielleicht so Season 3, irgendwann nächstes Jahr würde ich damit rechnen. Mein Tipp ist, dass Living Steel nicht nur in den lebenden Stahltruhen droppt. Das heißt, Glut wird nicht angepasst. Monster Density wird nicht angepasst, die Kosten der lebenden Stahltruhe wird nicht angepasst und auch die Menge, die aus der lebenden Stahltruhe kommt, wird nicht angepasst, sondern lebender Stahl wird auch an anderen Stellen verfügbar sein.
Wo genau kann man jetzt nicht sagen? Da können wir natürlich ein bisschen spekulieren. Schreibt so unten in die Kommentare, ihr habt da immer sehr geile Ideen. Mein Tipp wäre zum Beispiel Random Drops in der Höllenflut. Ich denke schon, dass es sich auf die Höllenflut weiter beschränkt. Ich könnte mir vorstellen, dass es aus anderen Truhen auch noch rausdroppt, weil die werden bestimmt die Übersicht haben, ey, wie viele 250er Kisten wurden bisher immer geöffnet und wie ist es jetzt nach lebender Stahl? Die lebende Stahltruhe ist irgendwo hier oben und die 250er Kiste ist ganz weit runter gedroppt und alle farmen nur noch lebender Stahl. Ich glaube, es läuft niemand mehr die Höllenflut, um irgendeine andere Truhe aufzumachen als die lebende Stahltruhe. Also ich könnte mir vorstellen, dass lebender Stahl vielleicht auch aus den anderen Truhen droppt. Oder Random Drops nach den, in den Truhen von den Events oder von dem wandernden Boss. Wieso gibt der wandernde Boss keinen lebenden Stahl? Und wenn es nur einer ist? Aktuell, wenn ihr nicht richtig, richtig stark seid, macht es eigentlich keinen Sinn, den wandernden Boss zu besiegen, weil er zu viel Leben hat für das, was er an Glut gibt. Der gibt so 10 oder so, braucht aber, wenn ihr nicht übel stark seid, ein paar Minuten. Lohnt sich meistens nicht, den zu besiegen. Wieso gibt der nicht einen lebenden Stahl? Zum Beispiel, wieso gibt nicht hat nicht die Truhe nach einem Event die Chance, auch einen lebenden Stahl zu geben? Das würde die ganze Menge an lebenden Stahl extremst erhöhen. Man wäre nicht nur so komplett darauf gefrustet, diese 300er Kisten aufzumachen. Man würde einfach so mal seine Route laufen wie immer, ein paar Aufgaben machen. Man nimmt den wandernden Boss mit, wenn man ihn sieht. Vielleicht gibt es nochmal einen Random Drop von allgemeinen Eliten, nur sehr, sehr gering. Und dann auch noch die lebende Stahltruhe, sodass man nach einer Höllenflut nicht 10 lebende Stahl hat, sondern sagen wir mal 15. Ich denke, diese kleine Anpassung würde schon reichen, damit alle zufrieden sind. Lass es in der Höllenflut, wir lieben und hassen die Höllenflut, aber das würde zumindest mal ein bisschen was die Höllenflut angenehmer gestalten. Schreibt mal eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Bin ich gespannt, was ihr da so für Ideen habt. Ich würde mich sehr über ein Follow freuen. Es wird die Tage ein Anfänger-Guide kommen. Das haben sich viele gewünscht. Die ersten Schritte in Sanctuario. Was sollte man beachten? Wie wird man stärker? Wie wird Schaden berechnet und sowas? Dann wird auf jeden Fall der Aufwühlen-Bild kommen. Der ist ja aktuell schon in aller Munde im Stream. Den werde ich auf jeden Fall vorstellen. Der ist so gut wie fertig. Und es gibt noch einen ganz geilen Tipp für den Barbaren in Kiowaschat, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Auf jeden Fall ein Follow dalassen. Ich würde mich sehr über ein Like auf die Video freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.